Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt es ein Auspackvideo von der Firma Biggest Craft. Als erstes habe ich mir diese Fingertapes ausgesucht. Ich habe gesehen, es gibt diese Vorteilspack, wo mindestens 12 Stück dabei sind. Ja, farblich ganz unterschiedlich, das kann man nicht auswählen, aber das ist eigentlich auch ganz egal. Die haben keine Muster, doch dieses hier ist ein bisschen kariert, aber die anderen sind alles einfarbig, aber das spielt absolut gar keine Rolle. Also ich finde diese Teile total super, also ich verwende die total gerne, weil man kann das einfach um seinen Finger rum machen, wie man das gerne haben möchte, kann das dann zuschneiden und man ist mega flexibel, welchen Finger man verwendet und so weiter. Also ich benutze es mega gerne und auch sehr häufig, speziell wenn ich am Tag sehr viel sticke. Ich werde die jetzt nicht alle einzeln auspacken, weil es ist alles gleich, aber ja, habe ich mir das geholt. Ist auf jeden Fall billiger, als wenn ich die mir immer einzeln aussuche. Als nächstes habe ich mir diese Farbspulen ausgesucht. Die sind normalerweise für die Nähmaschine gedacht, für den Unterfaden. Die wollte ich schon öfters mal mitnehmen und diesmal habe ich es auch gemacht. Es sind 36 Farben, Metallic-Farben, und ich habe gedacht, das ist echt eine super Sache, um diverse Kreuzstickbilder ein bisschen aufzupimpen und die ein bisschen optisch zu verschönern. Und diverse Farben kann man bestimmt ganz gut gebrauchen. Und ich habe schon ein paar Projekte, wo ich auf jeden Fall ein, zwei Farben schon verwenden möchte. Das nächste, was ich mir ausgesucht habe, ist ein kleines Kreuzstickprojekt. Alles, was knistert, mal weg. Wir haben hier ein Toolkit mit 5 Nadeln, ein Fingerring, wo ich überhaupt nicht mag, ein Fädelhilfe, also so typisches Toolkit, was man manchmal bekommt bei solchen Kits. Dann eine Anleitung, wie man zu sticken hat. Ich meine, man kennt es ja, da brauche ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Und hier ist das C-Schema. Es ist relativ klein, aber das muss auch nicht groß sein. Und es handelt sich um dieses Motiv hier. Und das ist ein Lesezeichen. Das ist auf 11 CT. Wir haben hier 7 Farben. Und was ich schon erkennen kann bei diesem Schema, ist hier die Symbolik identisch mit dem, was auf dem Stoff ist. Das finde ich schon mal sehr gut. Schauen uns mal den Stoff an. Es ist umsäumt, was eigentlich nicht notwendig ist, weil es ein Lesezeichen ist. Was ich auch schön finde, dass es auf einen Stoff ist, also nicht auf zwei einzelne Elemente. Das kann man schön so sticken und dann auseinanderschneiden und dann zusammenheften oder zusammennähen. Was mir nur auffällt, es gibt überhaupt keine Anleitung, wie man das zusammensteckt. Das finde ich schade, weil für jemand, der das überhaupt nicht kennt und nicht weiß, wie das funktioniert, muss selber schauen, wie er zurechtkommt. Aber ist eigentlich nichts dabei. Wie gesagt, man stickt die zwei Seiten, schneidet das auseinander oder faltet man das hier zusammen und dann kann man das hier schön zusammennähen. Entweder man macht es fransig oder auch nicht. Ja, groß ist es nicht. Es ist auf jeden Fall was Passendes zu Halloween. Ich fand es einfach total niedlich. Mit dem Geist, wo aus dem Kürbis kommt, und die Fledermäuse. Der Druck ist auch sehr gut. Kann man alles sehr gut erkennen. Ich habe einfach gedacht mal, ein kleines Projekt ist auch schön für zwischendurch. Kann man immer gut gebrauchen. Jetzt schauen wir uns mal die Fäden an und alles. Wir haben hier die Quaste, was man unten hin machen kann. Ist ein dezentes Blau, finde ich sehr schön. Und hier die Fäden, die sind hier auf diese einzelnen Registerkarten. Wir haben hier 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück, aber 2 Stück weiß. Das wird für den Hintergrund sein. Man kennt es ja, diese übliche Länge,
Für 11 CT benutzen wir 3 Fäden und ja, die einzelnen Farben für den Kürbis, so orange, grün. Ich drehe mal das schnell mal um, dass man die Farben besser sehen kann auf dem weißen Stoff. Ich habe hier die Fäden auf dem weißen Stoff mal platziert, damit man die besser sehen kann. Hier sieht man auch schon die Quaste ein bisschen besser. Was mir nur ein bisschen wundert, ich habe gedacht, die Geister sind weiß. Und ich sehe, die sind hauptsächlich die Nummer 318 und 415. Also die Geister, die werden in die zwei Grautöne sein. Hintergrund in weiß, ja, Kürbis natürlich in orange, ist eh klar. Also ja, eigentlich total was Einfaches, aber es hat mir einfach sehr gut gefallen und ich habe gedacht, für Halloween genau das Richtige. Einfach mal so, ja, was Halloween-mäßiges, und Lesezeichen kann man immer gut gebrauchen. Ein sehr schönes Kit, gefällt mir sehr gut. Was mir nicht so gut gefällt, ist, dass hier keine Anleitung dabei ist, wie man ja das Lesezeichen zusammenstellt. Also das finde ich ein bisschen schade. Das hätten sie ruhig dazu tun können, speziell für die, wo nicht wissen, wie sowas funktioniert. Das sind die drei Sachen, wo ich mir aussuchen durfte. Vielen Dank an Biggest Craft. Die Links werde ich wie üblich unten in der Beschreibungsbox hinzufügen. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen und vielleicht bis zum nächsten Video und ciao!